So, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber meine Güte, es reicht erstmal vielleicht. Patsching! Oh Gott, ich brauche einen Kaffee! Nur den angreifen, bitte. Oh, Mysterio, dir geht's so gar nicht gut, wa? Pause, Pause! Ich hab Finger-Touch auf der Brille! Okay. Das Ding schaffen wir nicht. Wir müssen durchhalten, bis es Tag wird. Seine Haut verträgt das Sonnenlicht nicht. Wie sollen wir bis morgen früh durchhalten? Keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen. Ich weiß wie. Okay, kann weitergehen. Brille ist wieder sauber. Ich hab doch... Ach, ich hab schon wieder... Guck mal, genau das. Haha. Hey, du solltest jetzt den Furz einsetzen, bei dem sich die Erde um 180 Grad dreht. Hab ich doch schon. Ah, er kommt nicht mehr so oft dran. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Toll. Mal, es kann sogar was machen hier. Heia! Oh, da passiert irgendwas nicht gerade. Und oh, der macht ja. Wow! Seit wann macht das so hyper Schaden, der Typ? Ist ja richtig hyper. Aber wenn ich ein bisschen Angst davor habe. Sekunde, das klang falsch. Das ist auch falsch. Ja, ich hätte Ding fällen sollen. Mist. Na egal. Die Aussicht lautet vereinzelte Schauer mit möglichem Chaos. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, alles gut. Ich bringe dich weiter um, okay? Ah. Nix gut. Nix gut. Ich kann daran noch. Oh. Ja, fühle, wie das Chaos dich durchdringt. Das fühlt er schon, denke ich. Oh nein, aha, über... Rennt mich einfach! Ich hab mich aber überrannt, die Sau! Chaos, kommt euch holen! Jetzt bin ich ja doch nicht besser als vorher. Muss ja alles hier beim Alten. Oh. Es widert immer noch so schnell und immer dran. So eine Sauerei. Wie viel Schaden mache ich damit? 300 noch was. Der war schon nicht schlecht, vom Schar, was er gemacht hat. Aber ich kann ihn... Ich mach's nochmal. Es ist ein Angreifer mehr, meine Güte. Auch wenn es bloß dreimal ist. Angreifer Kai! Estoy listo, Jefe. Ja? Ich kämpfe jetzt, oder? Ganz genau, ganz genau. Bop, bop, bop. Oh, der hat noch wenig Schaden. Die anderen haben so viel mehr gemacht eben gerade. Nein! Au. Mach dir nichts draus, wir haben Ultimativkraft bereit. Du entferne dich mal ein bisschen von dem Ganzen. Weil. Ach so, der ist bloß so. Gar nicht so weit, wie ich dachte. Oh, ist halt so. Zack, bing. Ich mag meine Güte. Der ist, Oh nein. Ich hoffe, du hattest trotz deines Todes Spaß. Ja, ich glaube auch. Dann kann ich Mysterion nicht einsetzen, um ihn zu heilen, weil er jetzt tot ist. Das ist natürlich nicht so günstig. Ja, heilen kann ich auch keinen. Höchstens den da, aber es bringt ja nicht so viel. Hm, ja. Okay, nutze deine phänomenale Flatulenz, um es wieder Nacht werden zu lassen. Hä, wieso das denn? Aber okay. Hätte ich noch ein bisschen Babyöl, ging das alles viel schneller. Toll. Heilung. Ich glaube, ihr solltet ihn jetzt angreifen. Ja, ich bin noch null. Drücken. Das bringt mir auch nichts, weil jetzt alles andere... Ach, komm, was soll's. Na, mach schon. Mach schon. Oh, hallo. Okay, Pat, kann weitergehen. Ich hab das nicht gemacht. Voll verschwendet den Zug. Mist. Ich glaube, das ist echt ein schwerer Boss tatsächlich, ja. Immerhin, ich lebe wieder. Okay. Oh, ach so. Ah. Er hat den Chaos-Überlebenden ein bisschen bändigen wollen. Ich verabschiede mich ein bisschen, ne? Ich habe nämlich echt Respekt vor deiner Größe, deswegen. Du hast die Welt besser gemacht, für das zurück. Chaos. Ah. Ja, hey, das ist ja was, kann er auch. Gruseliger Scheiß, wo der Arsch hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war absolut unzurechnungsfähig, quasi. Na? Na? Was gibt's doch nicht? Toll. Echt super.
Mann. Völlig sinnlos, dann nach oben, dass du ein bisschen in Sicherheit stehst, wenigstens. Au. Schütze Deckung, Fußwort! Ja, ich versuch's. Loco Americanos. Na? Na los. Bop, bop, bop. Weiter so! Mir fehlt ein Held. Das ist voll schlimm. Schlag den Hefe, nicht mich! Nee, der ist schon tot. Ja, das auch noch. Das ist echt ein bösartiger Gegner, ist das. Sehr bösartig. Alles in allem. Da ist er schon wieder dran, das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Mysterion, du bist echt cool. Ich weiß. Gleich ist er wieder tot. Moment. Sich mit Sonnencreme einschmieren ist immer ein Erfolgserlebnis. Schön, freut mich. Jetzt komm, hör auf damit. Hör auf! Oh Mann, bin ich dran? Ich fürchte ja. Aha. Plop. Wonder Tweak! Nee. Die Unterhose von dem möchte ich nicht sein. Komm schon, ich muss dran sein. Bin ich dran? Okay, und jetzt? Hau ihn. Bop, bop, bop. Gut gemacht! Nur haut er ab, na toll. Ja, hau doch ab, du Feigling. Zack, bumm, bumm, bumm. Bumm. Ich nicht zurück, Mysterion. Niemals. Niemals. Würde ihn fast tot machen, muss ich machen. So lange unbeteiligt ist das Ganze. Er kann ja nicht alle auf einmal angreifen, weil wir so weit auseinander stehen. Das schluckt mich doch überhaupt nicht. Und der blutet außerdem noch. Ich bringe euch jetzt weiter um, okay? Oh, Angelbier bin ich auch noch. Stimmt, ganz vergessen. Ah. Oh, noch ein Zeitfurz? Ach, ein regulärer Zeitfurz. Okay. Ich nutze es aber mal, weil es gerade geht. Hau ich mal mit dem Ding kaputt irgendwie jetzt? Im Sinne von, wenn ich jetzt den Furz vom Flugzeug dann ewig warten muss, bis ich den nächsten Tageslichtfurz machen kann. Gemacht, Arsch? Was ich ziemlich sicher ich sogar finde. Ich meine, er ist ja fast tot, ne? Komme ich von oben da an Mysterion ran? Natürlich nicht. Von hier. Ich heile aber mal, weil irgendwie muss ich ja mal entgegenwirken hier. Blub, 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 blub. Dankeschön. Nein! Das habe ich gefürchtet. Oh. Teammitglied K.O. Kann jemand bitte in meine Falten klettern und meinen Blutfluss stoppen? Zieh dich! Leben hast du? Da ist er fast tot. Komm. Den schaff noch ohne Wiederbelebung des Arschlords. Der ist so gut wie fällig. Tut trotzdem weh. Au. Merke ich mir. Ja, ich mir auch. So viel Druck! Wonder Tweak! Na, das reicht nicht. Du brauchst dich nicht mehr totzustellen. Wir haben sie besiegt. Hä? Ach so, er ist doch tot. Ach Mensch. Gewonnen. Ein allerletzter Furz. Hau alles raus, was du hast. Dankeschön, Tauli. Für diese Schlafaktion. Oh, was? 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 Wie? Was? Wo? Was? Was? Wollt ihr mich rollen? Hä? Was war das gerade? Alter. Unglaublich. Ich dachte immer, es kommt auf die Anzahl der Ärsche an. Dabei sind die inneren Werte des Arsches wichtiger. Ja, genau das. Endlich was gelernt, Mephisto. Oh, ich glaube, ich habe mir den Muskel gezerrt. Dann sollte ich wohl lieber nicht mehr mitspielen. Eher weniger. Wunderarsch, alles okay? Der letzte Furz hat ihn vielleicht umgebracht.
Alter, das war ziemlich krass. Ich habe noch nie so eine Dröhnung gehört. Tja, ich hoffe, die Führung hat euch gefallen. Vielleicht wisst ihr jetzt mehr zu schätzen, was uns Genmanipulation alles ermöglicht. Was? Ihr könnt jetzt gehen. Einfach durch den Souvenirladen da. Souvenirladen? Schaut euch einfach ein bisschen um, bevor ihr nach Hause geht. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Ich-habe-Genmutanten-überlebt-T-Shirt. Oder ein Foto für 13 Dollar. Jede Menge Andenken an den Ausflug. Lasst uns hier abhauen. Was für ein Bullshit. Oh Mann. Wir müssen Cartman verpfeifen. Und dann wen? Weiß nicht, wie spät ist es? Es ist... Oh, scheiße. Oh nein. Ja, zwei Tage später, wa? Unser Arsch hat so heftig gefurzt, dass es nächste Woche ist. Was? Oh. Schaut auf eure Handys, es ist 10 Tage später. Oh. Oh toll, Wunderarsch hat uns eine Woche vorgefurzt. Scheiße, wir sind am Arsch. Na großartig. Cartman wird heute als Bürgermeister vereidigt und das ist nur die Schuld von Wunderarsch. Ey. Leute, wir müssen ihn aufhalten. Entschuldigung, dass ich euch gerettet habe. Mein Vater ist tot und... Überhaupt? Was zum Teufel? Da war ich immer noch nicht gewesen. Freedom Pulse, hier Mysterion. Ich bin jetzt im Rathaus. Das müsst ihr unbedingt sehen. Oh Mann. Undank ist der Weltenlohn. Der arme, arme Arschlord. Der wird niemals irgendwie irgendwas. Der wird immer irgendwie ausgeschlossen und. Ach, Victory, Victory. Ja. Am Popos. Oh, Kacke. Wie lange habe ich geschlafen? Habe ich was verpasst? Okay, Mann. Peace out. Oh, echt jetzt? Tauli, du. Ach. Wohin ich muss Wind? Mal eben zum Rathaus. Genau da. Wie? Ich gehe zu Fuß. Mann, Mann, Mann. Aber es sieht alles unverändert aus hier, trotz einer Woche später. Fische, schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lass schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage, was wohl der schwule Fisch gerade macht. Das ist meine große Herausforderung. Die Last auf meinen Schultern. Aha, ich muss den Leuten helfen, uns zu verstehen. Weißt du, was ich damit meine? Also ich... Du kannst es auch nicht verstehen. Du gehst doch von einem alten Modell aus. Ich bin ein Original. Die ganze Zeit kommen Künstler zu mir und fragen, schwuler Fisch, woher bekommst du deine Inspiration? Das ist der komplett falsche Ansatz. Die Inspiration hole ich mir nicht. Ich hatte sie schon immer. Ich bin aus dem Ei geschlüpft und war sofort ein schwuler Fisch. Ein Original vom ersten Tag. Einen schwulen Fisch kannst du nicht ändern. Der steckt in mir. Er ist überall um mich herum. Wie die... Oder das Wasser. Nein, eher wie die Luft. Wir atmen ja schließlich Luft. Genau deswegen habe ich keine Angst vor dem nächsten Tag. Das Morgen macht mir keine solche Angst wie die... Ich habe keine Angst vor morgen. Ich freue mich sogar darauf. Nein, Bruder. Du hast nur Angst vor dem Unbekannten. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, auch morgen werde ich immer noch der scheiß schwule Fisch sein. Unverändert. Ich weiß nicht. Das hier ist irgendwie ein total sinnloses Gespräch. Heute habe ich meine Mama gesehen, wie sie auf dem Rücken eines Einhorns in Richtung Himmel geritten ist. Okay, sie ist an ein paar Säulen hängen geblieben. Wir alle ecken im Leben mal an. Aber nur die Mama vom schwulen Fisch eckt auf ihrem Ritt gen Himmel auf dem Rücken eines scheiß Einhorns an scheiß Säulen an. Als ich da oben war, habe ich keine andere Mama gesehen, die auf einem Einhorn in den Himmel galoppiert. Du etwa? Sicher nicht. So ein heißer Scheiß ist schließlich original schwuler Fisch. Kurzum, deshalb ist schwuler Fisch eben schwuler Fisch. Gut gesagt. Danke, Captain Eakula. Ich heiße Seemann. Also irgendwas ist hier mit dem Sound aber heute ganz komisch. Jetzt. Ihr wisst, was ich meine. War das sonst nicht gewesen? Gesprächsabbrüche. Aber was für ein sinnloses Gespräch. Das stimmt schon, was B-Man da sagt. Seemann! Entschuldigung. Yeah! Woohoo! Oh, gewonnen, nein. Bitches! Gewonnen. Oh ja, natürlich. Ach yeah. Oh, nee, Tauli auch? Ey, bitteschön, Leute. Der Mann ist Bürgermeister! Der krempelt den Laden um! Wir setzen doch Dienstler für den Spaßervollzug! Oh. Ha. Oha. What the actual fuck? Oh, Mann. Hallo? Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung. Wie kann Cartman das machen? Er kann machen, was er will. Er ist Bürgermeister. Seht, am Fenster. Fickt euch, Leute. Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken. Oh nein! Vorbei, das war's. Aber das darf's nicht gewesen sein. Das war's, Kyle. Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr... Hey! Morgan Freeman! Neuer, kommen! Wer ist das? Das ist bestimmt Morgan Freeman. Neuer? Es gab eine Zeitverschiebungsanomalie. Ja. Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch. Komm zum Takoladen. Wir müssen das beheben. Der weiß Bescheid. Ich hab's gehört. Alle
Freedom Pals, komm sofort zu Freeman's Tacos. Also warten kann man Party, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Ob das Freedom Pals und Freeman's Kaffee Zufall ist, dass beides mit Free anfängt? Oder ob es irgendwie tatsächlich irgendwie mit einer tieferen Intention so genannt wurde? Zumal ja die Freedom Pals schon in der Serie so genannt wurden, ohne dass das Spiel geplant war. Aber es ist schon eine lustige kleine Ähnlichkeit.